Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. Heute habe ich keine Nähidee für euch, keine Nähanleitung. Ich habe heute mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen von einer meiner Zuschauerinnen, von Esther. Und Esther fragt, beziehungsweise schreibt: Hallo liebe Käthe, ich möchte mir eine neue Nähmaschine kaufen, bin noch relativ neu dabei, kannst du mir eine gute empfehlen? Das ist für mich schwierig. Ich habe hier zum Beispiel in meinem Nähzimmer 6 Maschinen. 3 Nähmaschinen, eine Stickmaschine, eine Overlockmaschine und eine Filzmaschine. Ich bin also sehr gut ausgestattet. Ich nähe allerdings meistens immer mit der gleichen Nähmaschine. Die habe ich mir vor 5-6 Jahren gekauft. Die Nähmaschine hat einen sehr großen Anschiebetisch und viele verschiedene Zierstiche, auch verschiedene Programme für Knopflöcher. Und mit der Nähmaschine nähe ich am liebsten und am meisten. Jetzt wollte ich mal die Frage von Esther an euch weitergeben und euch mal fragen, mit welcher Nähmaschine näht ihr? Was meint ihr, wenn man Anfänger ist, soll man sich lieber gleich eine Maschine kaufen, die ein bisschen teurer ist und ein paar mehr Stiche und Programme hat, oder soll man mit einer ganz einfachen Nähmaschine anfangen? Ich bin da eigentlich hin und her gerissen. Also meine Tochter hat eine ganz einfache Nähmaschine vom Discounter, sie näht auch nicht viel und kommt mit der Maschine sehr gut zurecht. Ich wiederum bin mit meiner Nähmaschine sehr gut zufrieden, die allerdings etwas teurer war, aber eben mehr Programme hat. Also mehr Zierstiche, mehr Knopflochstiche und was weiß ich. Sie hat einfach mehr sie bietet mir mehr Möglichkeiten beim Nähen. Also meine Frage an euch, wenn ihr möchtet, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, mit welcher Nähmaschine ihr näht oder mit welcher Nähmaschine ihr angefangen habt. Vielleicht ist das ja für andere Zuschauer auch ganz hilfreich, wenn man mal so unvoreingenommene Kommentare lesen kann, mit welcher Nähmaschine jede so näht und mit welcher Nähmaschine man gut zufrieden ist. Also mich würde es auch mal interessieren und ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreiche Kommentare schreibt, dann hilft das vielleicht der einen oder anderen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Mühe, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!